Hallo und willkommen auf SchönNinjasTube. Hier ein kleiner Guide zu Kingdom Hearts 3 zum Leveln. Um diesen Guide bestehen zu können und die Möglichkeiten des Levelns nutzen zu können, müsst ihr die Kampftore freigeschaltet haben. Diese habt ihr freigeschaltet, sobald ihr das Endgame des Spiels erreicht, somit die letzte Welt, den Schlüsselschwert, Friedhof und beim zweiten Checkpoint seid, wo ihr dann in diesem labyrinthähnlichen Gefilde seid. Dort habt ihr das erste Kampftor und wenn ihr euch dann zurück teleportiert, findet ihr auch all die anderen Kampftore, die ich euch im nachfolgenden Video zeige. Es gibt eine andere Stelle noch ein Stück weiter vor, bevor die Kampftore freigeschaltet werden, und zwar ist das, wo ihr mit Sora die Herzen eurer Freunde befreien müsst und gleich im ersten Gebiet im Olymp, wo ihr Ricos Herz retten müsst, dort tauchen zahlreiche von diesen Schattenlorschen auf. Und die kommen immer und immer wieder. Zwar sagt euch Jiminy, dass ihr euch beeilen müsst, das ist aber egal, ihr habt endlos viel Zeit und dort tauchen ständig neue Gegner auf, die ihr ständig wieder mit Blitzgar töten könnt. Und so A, ziemlich viele Items sammeln könnt und B, auch ziemlich gut leveln könnt. So, aber los geht's mit dem Guide und den drei Orten, die ich euch zeigen will, wo ihr am besten leveln könnt. So, unser erster Zwischenstopp ist am Olymp. Und zwar direkt bei dem Speicherpunkt vor dem Olymp. Und ihr müsst hierzu das Reich der Götter betreten. Und hier vorne ist ein Kampfpunkt. Den ich jeden von euch empfehlen würde, ich sag mal so bis maximal Level 50, solltet ihr so gut wie jedes Mal ein Level abkriegen. Ich mach das Ganze mal mit euch. Ihr müsst eigentlich nur Blitzgar farmen, Blitzgar, je nachdem was ihr zu dem Zeitpunkt schon habt, aber eigentlich solltet ihr schon Blitzgar haben. So, der Kampf hat jetzt nicht mal eine Minute gedauert. Und ja gut, ich bin jetzt auch schon fertig gelevelt, aber ihr müsstet auch nur 1 bis 2 Minuten in etwa brauchen. Ich habe, glaube ich, als ich es bei Level 50 gemacht habe, 2 Minuten gebraucht. Und da hatte ich nicht mal Equipment irgendwie so geskillt, wie man es brauchen müsste, um Magie zu verstärken zum Beispiel. So, auf zum nächsten. Franz Yukio. Und zwar habe ich mich jetzt einfach mal zur Nordstadt teleportiert. Und wir klettern auf dieses Gebäude hier hoch. Okay, geht nicht schneller. So, hier würde ich sagen, kann man leveln so von Level 50 bis 70. Bei dem anderen hat man so um die 10.000 bis 20.000 Erfahrung gekriegt. Also 10.000 bis 15.000 würde ich sagen. Und hier sind es so um die 20.000. Und zwar dieses Kampftor. Das Vorteil bei dem ist, dass das Areal nicht so riesig ist wie beim Olymp. Und beim Olymp hatte ich sogar manchmal das Problem, dass manche von den fliegenden Gegnern in irgendwelchen Ecken geglitscht sind und man gar nicht mehr rankam so richtig. So, hier ran. Hier gibt es aber auch einen Nachteil bei der Map. Und zwar
springen manche von diesen Gegnern runter. Und dann muss man erstmal eine Etage runterlaufen. Zeitfaktor hier auch so um die 1 bis 2 Minuten. Je nachdem, ob ihr noch Gegner von unten aufsammeln müsst oder alle oben sind zum Töten. Ups. So, wieder nur 1 Minute circa. Wie gesagt, bis Level 72 habe ich, glaube ich, jedes Mal ein Level Up bekommen, wenn ich hier diesen Run gemacht habe. Und ich fand ihn ehrlich gesagt auch schneller und einfacher als im Olymp. So, kommen wir nun zu unserem dritten Gebiet. Hier gehe ich mit euch zusammen mal hin. Und zwar müssen wir ins Labyrinth hinein. Leider Gottes müssen wir das Labyrinth zum Teil durchqueren. Wir könnten zwar theoretisch jetzt einfach runter, da hinten wieder runterfahren, aber dann haben wir das Problem, dass wir zwar an der richtigen Stelle sind, aber nicht durch die Tür können, weil der Raum verdreht ist und wir nicht von der anderen Seite zurückdrehen können. Das heißt, wieder runter in die mittlere Ebene und jetzt einfach nur durchrennen, die Gegner ignorieren. Genau, auf dieser Etage dieses Portal. Dieses Kampftor, hier habe ich von Level 70 bis 99 gelevelt. Ihr werdet gleich sehen, warum, weil man kriegt pro Kampftor, was man macht, also bei den 70er, 80er Leveln 2,5 Level ungefähr, bis 90 hoch hatte ich mindestens ein Level jeweils bekommen. Das Prinzip ist ähnlich. Drei Blitzra, Blitzgar, Blitzkar, was auch immer. Casten und alle Gegner mit einmal killen. Solltet ihr euch schon Ultima geholt haben, dazu gibt es auch einen Guide bei mir, wäre Ultima natürlich noch geiler zum Leveln, und das zeige ich euch jetzt auch, weil bei den anderen Malen habe ich ja schon Blitzka-Flächenzauber gezeigt. Hier ist das Problem, es gibt 3 Wellen von Gegnern, aber wie ihr sehen könnt im Hintergrund, sind das extrem viele Niemande. Und in der dritten Welle ist ein, ich weiß gar nicht den Namen, dieser Niemand mit dem Schwert. Der ist ein bisschen nervig, weil den müsst ihr wirklich besiegen, und der hat Phasen, wo er nicht angegriffen werden kann. Aber nichtsdestotrotz dauert der Kampf hier auch so um die 1 bis 2 Minuten maximal, je nach Skillung. So, ich wechsle mal auf Ultima, und hier benutzt ihr am besten den Multifokus. Bei der vernichtet fast immer gleich alle, außer diese hier, die haben auch so einen Moment, wo sie nicht angegriffen werden können, und wenn dann natürlich gerade der Multifokus von Ultima kommt, dann sind sie da natürlich auch gerade nicht angreifbar. Aber ansonsten kommt dann die nächste Phase. Ihr habt immer noch genug Fokus, um das ein weiteres Mal zu machen. Und jeder von diesen Wellen an Gegnern, die ihr tötet, bringt fast 10.000 Erfahrung. Ah, hier ist er schon. Wir sind schon in der letzten Phase. In der Regel ist das Situationskommando mit ihm hier ziemlich praktisch. Weil selbst wenn der Gegner einen angreift, kriegt er Schaden. Das lässt sich lediglich nicht so gut steuern. Aber wenn ihr ihn erstmal in der Ecke habt, dann ist es ein leichtes, ihn einfach so umzugreifen. Back off!
Ja, und das war's auch eigentlich schon. Die drei Levelgebiete habe ich euch gezeigt. Wie gesagt, das erste von, also bis Level 50, das zweite von 50 bis 70 circa und hier bis 99. Alle würde ich entweder mit Flächenzauber wie Blitzgar machen oder Blitzkar und Situationskommandos, die gute Flächenzauber haben. Falls ihr blöde Situationskommandos in der Liste habt, einfach mit Y aktivieren und dann sofort wieder abbrechen. Und dieses hier im Bestfall mit Ultima, ansonsten genauso wie die anderen auch. Dann hoffe ich, dass ich euch helfen konnte und wir sehen uns beim weiteren Video wieder. Tschüss!